Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Kanal von notebooksbilliger.de. Ich bin Marco von Zootopus TV und verbringe heute einen Tag mit dem Military Standard getesteten Elitebook Folio G1. Ich freue mich schon riesig, aber bevor wir das machen, werden wir natürlich das Ganze mal auspacken. Und wenn das Ganze schon militär getestet ist, dann brauchen wir auch ein vernünftiges Messer dazu. Ein Military Bayonet Messer. Aber naja, Freunde, machen wir das Ganze auch ein bisschen überzogen, aber was soll's, ne? Machen wir erstmal die Verpackung auf. Zack. Versuchen wir uns nicht dabei zu schneiden, wie immer. Verpackung, Verpackung, Verpackung. Und nochmal Verpackung. Die Verpackung an sich komplett in schwarz gehalten, gefällt mir sehr gut. Mit einem Schriftzug in Gold, Elitebook. Das sieht schon nice aus, also schwarz und Gold, das passt sowieso immer. So, jetzt öffnen wir mal die Kiste. Styropor. Styropor. Und noch eine Kiste, was für eine Überraschung. Zack. Jetzt mal die Folie abmachen. Komplett neu, ich liebe neue Sachen. Jetzt machen wir das Ganze auf. Oh. Oh. Wow. Ist das dünn. Ich würde mal vermuten, dass es gerade mal ein Kilo wiegt. Da wiegt ja mein Messer ja mehr. Aber ohne Scheiß, das sieht schon zerbrechlich aus. Ich habe schon wirklich sehr Angst, dass es irgendwie auf den Boden werfe. Aber ist egal, das werden wir definitiv heute tun. Was haben wir noch in der Verpackung? Bedienungsanleitung. Dann, also das Netzteil sieht schon mal sehr, sehr witzig aus. Das kommt hier so rein. Das ist ein USB-Adapter. Vermutlich hat das Ding keinen USB-Ausgang. Ein bisschen abgeguckt von Apple. Ob ich das persönlich so gut finde. Aber das ist ja immer Geschmackssache. So in der Verpackung haben wir nichts mehr. Das können wir getrost jetzt alles auf die Seite tun. Und dann können wir uns mit dem Notebook beschäftigen. Ah, oh, das sieht echt toll aus. Ich mache mal die Folie ab. Das ist immer ein geiles Gefühl. So, jetzt machen wir das zum ersten Mal auf. Also ich persönlich muss sagen, das Design ist wirklich sehr, sehr geil. Es fühlt sich übertrieben toll an. Und angeblich kann es Feuchtigkeit, Staub, Höhenunterschiede, Temperaturschwankungen. Es kann diese ganzen Strapazen, was normalerweise andere Notebooks nicht aushalten, komplett unbeschadet überstehen. Und das, meine Freunde, das werden wir jetzt testen. Aber bevor wir das machen, werden wir noch einmal einen Blick hinein riskieren. Ich schalte mal das Ganze an. Ich hoffe, dass es geladen ist. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Also was mir wirklich gefällt, ist, dass das Ding echt ein Touch-Display hat. Und ich hatte das noch nie bei einem Laptop. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. So, mal gucken, wie sich das schreiben anhört. Hallo, ich bin Marco. Wie heißt du? So, ich würde sagen, wir testen das Ding jetzt mal im Badezimmer, während wir duschen, oder? So, wir fangen mit den ersten Tests an und welche Umgebung wäre am besten dafür geeignet? Genau, das Badezimmer. Aber wir werden nicht direkt die Feuchtigkeitstests machen, sondern wir fangen erstmal mit Haaren an. Denn meine Haare sind ziemlich lang geworden und ich würde sagen, wir brauchen mal dringend einen Schnitt. Und ich denke nicht, dass es dem Notebook gefallen wird, aber das werden wir jetzt sehen, weil Haare zwischen den Tasten ist bestimmt nicht cool. Und damit wir treffen, heben wir das Ganze nochmal ein bisschen an. Los geht's. Kann immer mal passieren im Badezimmer, dass da Haare aus, weil sie kommen, wie eklig das aussieht. Ich brauche dringend einen Friseurtermin. So, anscheinend kann Feuchtigkeit nichts anhaben, deswegen machen wir ein bisschen noch nass das Ganze. Ich bekomme noch nebenbei ein Tutorial, wie man sich selber die Haare schneidet. Jeder Friseur dreht sich gerade im Grabe rum, obwohl er noch gar nicht tot ist. Wenn er das sieht. So, jetzt mache ich die Dusche. Mal gucken, ob er das aushält. Scheiße, ich muss dringend eine E-Mail. So, mittlerweile ist es spät geworden und jetzt werden wir das Elitebook im Gefrierschrank übernachten lassen. Ich bin sehr gespannt, ob der diesen Test übersteht und noch funktioniert. Ihr kennt das sicherlich. Wie oft vergessen wir nicht sein Netbook im Gefrierschrank? Ihr wisst Bescheid. Eine Ewigkeit später. So, Freunde, eigentlich wollte ich das Laptop nur über Nacht lassen. Das Problem ist, ich habe das vergessen. Das heißt, es ist mittlerweile 24 Stunden her und ich habe wirklich Schiss, dass das Ding nicht mehr funktioniert. Aber das werde ich mal sehen. Ich habe es noch nicht reingeguckt. Ich schwöre es euch. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe das übrigens angelassen. Boah, ist das kalt. Boah, richtig kalt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob das Ding noch funktioniert. Oh Mann, das knackt. Hört ihr das? Ohne Scheiß, meine Hände sind richtig kalt. Ich versuche das mit der Zunge. Ah! Ah! Und jetzt starte ich mal das Ding. Okay, Freunde, kein Lebenszeichen davon. Ich glaube, wir sollten es erstmal aufdauen lassen. Das ist ohne Scheiß, das ist echt gefroren. 2000 Jahre später. Achtung! Ich klicke auf den Knopf.
Oh, die Tastatur leuchtet schon mal. Das ist schon mal ein sehr gut. Und das Display leuchtet auch. Richtig nice. Und das Ding ist an. Das ist der Wahnsinn. Kommen wir mal zum nächsten Test, zu dem Hitzeschock. Ihr kennt das sicherlich, man ist draußen in der Sonne bei 60 Grad und das Notebook fängt an zu schmelzen. Ja, kennt ihr nicht. Ist auch egal. Ich lasse auf jeden Fall das Notebook eingeschaltet und wir werden das jetzt in den Ofen reinstellen für, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde. So sieht das Ganze aus. 30 Minuten, 60 Grad. Im ausgeschalteten Zustand hält es angeblich 71 Grad. Das ist schon heftig. So viel Sonne können wir gar nicht hier in Deutschland abbekommen. Aber 60 Grad in der Sonne sind sowieso sehr heftig. Das werden wir gleich mal gucken, wenn wir das gleich rausholen und dann prüfen, ob das wirklich noch funktioniert. Bis 30 gleich. Minuten, 60 Grad erledigt. Aus. Holen wir das mal raus. So. Kommt mal mit. So, hier ist Eiswasser und das lassen wir erstmal einmal drüber kippen, um zu gucken, ob das schön dampft. Habt ihr es gesehen? Es hat sich verbogen. Krass. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, jetzt versuchen wir das mal einzuschalten. Oh, das riecht nicht so gut. Also der lässt sich nicht einschalten, so wie bei unserem letzten Test, bei dem Gefrierschalttest. Deswegen lassen wir es abwarten, bis es sich wieder abgekühlt hat. Und ja. Also, es hat sich wieder normalisiert. Ich bin froh, dass das Display nicht gerissen ist, zumindest glaube ich. So, Freunde, das Teil ist jetzt nicht mehr so warm und ich habe es gerade eingeschaltet und tada, das Ding ist tatsächlich angegangen. So, das waren bisher Kindergartentests, wie ich finde. Deswegen werden wir jetzt das Ganze ein bisschen steigern. Wir fangen erstmal mit kleinen Drop-Tests an und gehen dann weiter. Das heißt, Tischhöhe ist die normale Drop-Höhe, also Fallhöhe, die meistens passieren kann. Ich glaube nicht, dass man es von hier oben fallen lassen sollte. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen würde ich sagen, legen wir. Los! Das Ding ist, glaube ich, unzerstört. So, Drop-Test auf der Wiese, oder besser gesagt Kunstrasen. Los geht's. Ups. Oh, shit. Wie konnte denn das passieren? Noch sieht alles gut aus. Funktioniert auch alles noch. Ihr kennt das sicherlich, ihr lauft zur Bahn, ihr müsst ein bisschen schneller rennen. Kein Problem, ein bisschen Basketball damit spielen. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit offenem Display. Ihr rennt zur Bahn. Oh. Ich frage mich gerade, ob man damit auch Frisbee spielen kann. Das macht so Laune. So Leute, was schätzt ihr, wie weit ich diesen Laptop hier werfen kann auf dem Feld? Was denkt ihr? Ich würde mal sagen, so 10 Meter. Okay, ich wollte es auch nicht übertreiben, weißt du? Ach, ich traue mich gar nicht. Nein. Das geht nicht, das geht kaputt. Egal, scheiß drauf. So, ich mache das mal richtig professionell. Ich sollte damit aufhören. Das ist doch ein bisschen übertrieben. Ich bin ja Frisbee, Nico. Ja, okay, los geht's. Geh ein bisschen weiter weg. Okay, das reicht. Achtung. Wer kennt das nicht? Mit seinen Freunden Frisbee spielen, mit einem Laptop. Ist ja ganz normal. Ich weiß nicht, ob ihr es eben nicht gesehen habt oder so, aber der funktioniert noch ohne Probleme. Ich muss ihn jetzt nur leider ein bisschen sauber machen, bevor ich den nächsten Drop-Test mache. Machen, ne? Alles gut? Bisher haben wir eigentlich Drop-Test auf weichen Untergrund gemacht und wie wir sehen können, ich habe es zwar versucht sauber zu machen, aber in den Ecken ist überall noch Erde dran. Könnt ihr das sehen? Und jetzt werden wir Drop-Test auf harten Untergrund machen und damit das alles nicht so abgefälscht ist, habe ich natürlich meine Tochter, die Profi-Vloggerin ist übrigens, dazu beauftragt, diesen Laptop hier auf den Boden zu schmeißen. Celina, bist du bereit, das Ding hier auf den Boden zu schmeißen? Ja. Du weißt, normalerweise darfst du das nicht, ja? Ja. Okay, du darfst jetzt das Ding auf den Boden schmeißen, aber vorher bereite ich die Kamera. Einen Moment. Schmeiß das hier auf den Boden, Celina. Auf den Boden schmeißen. Doch, du darfst das. Heute darfst du das. Schmeiß auf den Boden. Sehr gut, komm mal her. Okay. So. Und jetzt schieb mal, einfach runterschieben. Schieb mal runter. Einfach runterschieben. Schieb, schieb. Nein, ich will nicht. Sie hat Angst, sie will das nicht richtig runterschmeißen. Aber du musst es einfach so. Runterschmeißen, einfach so. Boah. Oh, es geht noch. Okay, jetzt machen wir das im geöffneten Zustand. Achtung. Oh. So, und jetzt das Ganze im geöffneten Zustand mit dem Display nach vorne. Oh Gott. Oh. Achtung, nochmal. Oh. Oh.
Ja Leute, das war der letzte Test und auch der gefährlichste, finde ich, der Drop-Test. Und tatsächlich, es ist nichts passiert damit. Und ohne Scheiß, es funktioniert auch alles wunderbar. Der Touchscreen funktioniert wunderbar. Es ist nichts mit dem Laptop passiert. Bis auch klar, ganz kleine Kratzer hier oder hier und es ist natürlich alles voller Dreck. Das ist natürlich, sollte man im normalen Leben nicht machen, was ich da gerade gemacht habe. Aber es funktioniert alles wunderbar. Ich bin sehr beeindruckt. Man kann das Ding tatsächlich überall mitnehmen. Auf den Bergen, 4000 Meter Höhe, am Strand, im Regenwald. Ihr könnt das überall mitnehmen. Selbst in der Sonne brutzeln lassen ist das für dieses Ding kein Problem bei 40 Grad. Ach was, was macht das Ding schon? Dann wird es ein bisschen warm. Das interessiert den Scheißdreck. Es ist ein robustes Gerät, wobei der gelegentlich verschüttete Kaffee vom Papi oder das Runterschmeißen von der Tochter oder den Sohnemann kein Problem für das Laptop darstellt. Die Daten bleiben alle erhalten. Das Ding hält es einfach aus ohne Probleme. Sehr beeindruckend. Vielen Dank an Notebooks.bligd, dass das Ding testen durfte und es ein bisschen schlechter behandeln durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und wie gesagt, normalerweise mache ich sowas nicht. Und meine Tochter darf sowas auch nicht machen. Aber sehr, sehr schön. Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Mal auf Notebooks.bligd. Bis dahin. Ciao.